Und weiter geht's. Und es kommt direkt wieder ein LKW hier runtergefahren. Schon wieder der Kühn und Nagel. Ah, wow. Ist ja sehr viel hier oben. Oh, Tintacher, du gehst mir auf den Sack. 15. Jetzt mal das Level höchste bisher. Ich habe zwar auch einen 15er gefangen, aber trotzdem. Ach nee, ich hau ab. Das ist mir hier zu. Fahr ich schnell. Fahr ich hier hoch? Ja. Ja gut, dann gehen wir mal hier ins Höhlchen rein, ne? Hier müssen wir bestimmt auch was mit Stärke. Was bist du denn? Ein Krabbi? Oh, ich will ein Krabbi haben. Ah, bitte töte es nicht. 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 Ah, danke schön. Krabbi ist süß. Wie es guckt auch, ne? So, ja, ich hab Spaß am Leben. Okay. Ich habe aber noch einen Superball. Scheiße. Habe ich Hyperbälle? Gibt's sowas überhaupt? Yay, wir haben Krabbi gefangen. Ah. Dun, 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 dun. Krabbi, Krabbe. 40 cm und 6,5 kg. Das könnte ich mir auch so richtig irgendwie vorstellen. Die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Brechen sie ab, so wachsen sie wieder nach. Wie bei echten Krabben. Nö. Jetzt können wir nichts mehr fangen. Okay, da geht's runter. Ah. Oh, so ein Rätsel, das gab aber auch schon mal. Das gab auch bei Gold, glaube ich. Ist Krabbi, was ist Krabbi überhaupt? Ist das Wasser? Es lebt ja im Wasser eigentlich. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Da ist jetzt komplett alles abgezogen an. Yay, dann ist es Level 41. Donner. Ja, auf jeden Fall. Donner hört sich aber sowas an wie paralysieren einfach nur. Ja. Agilität. So. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Steinchen darunter schmeißen müssen. Donner. Was macht Donner? Ich glaube, das ist eine gute Attacke. So, also ich schätze mal, dass wir diese Steinchen in diese Löcher reinschmeißen müssen. Wer hat denn? Christoph, ne? Nee, Dave. Dave, Dave, weil Dave ist stark, genau. Dave kann Felsen bewegen. Dave hat Feuer gemacht. So. Debbie! Aber es hat nur 10 AP, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ist wahrscheinlich sehr stark. Deswegen hat es auch nur 10 AP. Ah, aua. So, jetzt muss ich erst nochmal zurück, weil da liegt noch ein Steinchen da. Mr. Turtle ist am Tanzen. Es war gerade genau im Takt. Ach, das ist noch an, das ist schön. Ich dachte, ich müsste das jetzt nochmal neu auswählen. Noch ein Krabbi. Das sieht so süß aus. Ruckzuck-Hieb. Was ist mit deinem Silberblick? Sagt man nicht auch Silberblick, wenn jemand schielt?
Krieg ich jetzt nochmal einen Kampf, wenn ich das Ding runterschmeiße? Nee, dann war das eben nur durch Zufall. Noch ein Krabi, ne? Natürlich. Aber diesmal ruhig ab. So. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber das ist Krabi. Ich gehe mal hier runter. Oh Mann, das ist so verwirrend. Was ist das denn? Ein Jorob. Oh Gott, wie hieß denn nochmal dieses Lied, was Jorob gesungen hat? Da musste ich gerade dran denken irgendwie. Weil Jorob und Jorob hört sich halt fast gleich an. War das nicht Final Countdown? Ah fuck, ich habe keine Pipertrank, Meisterball. Fuck. Ach, dann hau ich ab. Da ist ein Stein. Ah. Toll. Jetzt habe ich hier drei. Oh, drei Gänge. Toll. Drei Stück. Was ist das? Das war doch sehr auffällig. Ach man, ey, hier geht's um warum? Warum muss das hier alles so komisch sein? Ach, ich will nicht gegen Jorob kämpfen. Ich will's fangen. Ich habe aber nur noch einen Meisterball. Fuck, ey. Oh, hier hätte ich noch irgendwas hingebaut, wo man sich verkaufen kann. Irgendjemand staubsaugt gerade draußen. Oh, dann gehen wir mal hier oben runter. Ah! Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Da sind wir jetzt einen kleinen Rundgang gegangen. Ich weiß aber nicht mehr, welchen Weg ich vorhin genommen habe. Gehen wir mal da oben runter. Ein Fleckmon? Ein Fleckmon. Kann ich nicht fangen. Ach Mann. Immer wenn ich gucken will, ob da noch was ist. Ein Kingler. Ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung von Krabby. Sieht auch sehr cool aus. Arbeitet bestimmt bei Burger King. Ha. Sind wir jetzt? Da falle ich einfach mal hier runter, ne? Flap. Oh. Hä? Es ist gerade selbst geschwommen. Okay, da. Ah! Das war bestimmt, das war bestimmt irgendwie Kikeriki. So eine Strömung, so heißt das Wort. Aber warum ist da unten was ausgespart? Ha ha ha.
Ich hab's halt einfach drauf. Jetzt kann ich auch wieder was fangen. Also vielleicht. Oh. Vorsicht, gefährliche Strömung. Aha. Jurob? Achso, das ist so ein Golbert. Ich habe irgendwie Sichler im Kopf gehabt. Das wäre ein bisschen lustig gewesen, wenn das hier in der Höhle ist. Hat sich halt verirrt oder so. Oh, Leute. Nochmal so ein Vieh. Ja, das ist bestimmt das gleiche. Ich weiß nicht mehr, welches Level das eben war, aber... Wie gesagt, das denke ich mir halt irgendwie immer so, wenn dann das gleiche Level kommt. Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Ah. Okay. Dann gehen wir mal... Ne, ich gehe erstmal hier runter. Oh, Jurob! Fangen! Fangen! Ruckzuck geben. Ich glaube, mit Donnerschock würde ich es direkt vernichten. Ja, mach du mal, Heuler. Okay. Oh. Bitte, 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 bitte. Yes! Wunderbar, Jurob wurde gefangen. Wir haben einen Jurob. Jurob, Seehund. 1,1 Meter. Groß, lang, whatever. Gewicht 90 Kilogramm. Dieses Pokémon bevorzugt eiskalte Gewässer, schätze ich mal, schwimmt mit Vorliebe in minus 10 Grad kaltem Wasser. Mhm. So, was ist hier? Ist hier die Strömung? Strömung ist zu stark, okay. Krabi! Oh, es ist so putzig! Irre hier umher. Und viele denken sich bestimmt, alter Junge, was machst du da? Das ist doch total easy. Zubat, nee, Golbat. Ich muss mal auf dem Dachboden nach meinem Enton suchen. Kann man hier schwimmen? Ja. Ah, oh, nein. Okay. Steht da eigentlich, Junge steigt in Alex oder auf Alex? Weil in... fände ich schon ein bisschen merkwürdig. Meine Nase hat gequietscht. Oh, oh, das ist schon voll cooles Pokémon. Kingler. So. Oh, Leute. Ich habe aber, glaube ich, kein Item irgendwie, was schwache Pokémon abhält. Wobei ich nicht weiß, ob 31 unter schwach fällt. Ach man, ich will doch nur mal ein bisschen gucken. Das ist aber ein Zubat, ne? Ja. Oh. Da sind zwei Steine. Ach komm, das töten wir jetzt mal. Bam.
Alter. Ist an jedem so einem Nutella-Klops irgendwie so ein Item dran oder was? So. Das wird ein Rätsel, so wie das aussieht. Auf jeden Fall von dem... Von dem ersten, also von diesem Doppelding da oben, können wir nur eins kriegen. Egal wie, wir können nur eins kriegen. Auch wenn wir durch irgendwas dahinter fallen könnten. Wir können nur einen Stein kriegen davon. Okay. Aber das werden wir jetzt erst beim nächsten Mal machen. Also für mich in ein paar Sekunden, für euch am nächsten Tag. Ja, dann